Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Sportblock CC Workout Video. Mein Name ist Bernadette Hörner. Aus Sportblock CC gebe ich dir laufend Tipps, wie du Sport gut in deinen Alltag integrieren kannst. Und heute machen wir wieder gemeinsam ein Intervalltraining. Das bedeutet, nach der Kleinmethode, ich habe schon einige Intervalltrainings veröffentlicht, auch das ist wieder nach der Kleinmethode, 60 Sekunden Cardio, 75 Sekunden Kraft ist eine Sequenz. Dazwischen immer 25 Sekunden Pause. Das Ganze machen wir 6-mal durch. Dann trainieren wir in Summe in etwa 20 Minuten und haben bei jeder Kraftsequenz jeweils eine andere Muskelgruppe dabei. Das heißt, wir haben am Ende alle Muskelgruppen geshaped und wir haben am Ende den Puls und den Stoffwechsel ganz schön in die Höhe getrieben. Das heißt, du wirst jetzt schwitzen, stell dir eine Flasche bereit, nimm dir diesmal ein Theraband oder ein anderes Fitnessband, es muss kein Theraband sein, und du brauchst eine Matte. Sind wir bereit? Dann setze ich mal einen Timer. So, wir haben jetzt 30 Sekunden zum Aufwärmen. Ausatmen, einmal rechts vorbeischwingen, einmal links vorbeischwingen, dabei den Rücken rund machen, Beine locker beugen. 2, 1. Und einmal abwechselnd die Knie heben. 10 Sekunden haben wir noch. Los geht's in 5 Sekunden. 3, 2, 1. Was ich von dir möchte, einbeinige Burpees. Du wanderst nach vorne, du wanderst zurück, machst einen Strecksprung, aber das Ganze auf einem Bein. Das heißt, ein Bein heben, vorwandern, zurück, Strecksprung. Du bleibst bitte auf dem einen Bein stehen die ganze Zeit, so zumindest die nächsten 30 Sekunden. In der Halbzeit wechseln wir das Bein. Das ist ein Walking Burpee, so ein gegangener Burpee sozusagen. Ich drehe mich wieder ein bisschen vor, dann siehst du es besser. Vor, zurück. Und das war die Halbzeit, das heißt, bitte das Bein wechseln jetzt, komm auf dein zweites Bein, wander nach vor, wander zurück. Wir sind in einer Cardio-Runde. Du merkst das jetzt schon an der Herzfrequenz und an deinem Keuchen und an deinem Stöhnen, dass es hier um die Ausdauer geht. Du kommst in einen Pulsbereich, wo du in eine Sauerstoffschuld kommst und deshalb musst du schnell atmen, um die wieder reinzubringen. So, einmal noch, geschafft. Cardio-Runde Nummer 1 vorbei. Kraftrunde Nummer 1. Seitheben, Schulter drücken. Dann nimmst du bitte dein Theraband, das Ganze doppelt. So. Band doppelt. Rechtes Bein auf das Band. Zweites Bein dazu. Alles in die linke, in die rechte Hand. Also rechts, rechts. Ja. Beine leicht beugen, seitheben. Los geht's. Gut, das Band ist doppelt. Du solltest es eine Minute durchhalten mit der Hand. Wenn es jetzt schon zu anstrengend ist, kannst du es ein bisschen weiter oben nehmen, das Band, dann wird es leichter. Wenn du noch Kraft hast, kannst du ruhig weiter runterkommen mit der Hand, dann wird es schwieriger. Der Ellbogen bleibt bitte leicht angewinkelt, mit dem Hochgehen ausatmen. Das ist unsere Kraftrunde, die erste, und wir trainieren die Schulter. Schultermuskulatur. Schulter tief und weg vom Ohr, nicht zum Ohr ziehen. So, Halbzeit naht, dann machen wir einen kleinen Switch. Steig bitte mit deinem linken Bein runter, wickel das Band einmal um deine Hand, bring es zur Brust und zieh nach oben. Ausatmen mit dem Hochgehen dazu, mit deinem linken Bein zurücksteigen und wieder dazusteigen. Wir sind noch immer bei der Schulter, du merkst das jetzt schon, das ist schon ganz schön anstrengend. Wir haben ja nur noch 15 Sekunden, halte durch. Wir trainieren hier die eine Schulter, die rechte Schulter. Ausatmen, hochgehen. 10 Sekunden. Bis zum Ende. Ausatmen beim Hochgehen. Bauchspannung halten. 2, 1 und aus. Das Band kurz zur Seite legen. Cardio-Runde Nummer 2. Tief kommen, Kick. Tief kommen, Kick. Genau. Bereit? Wir warten auf den Countdown. 10 Sekunden. Kommen in die Hocke, in die Startposition und wir fangen an, wenn der Timer es sagt. 3, 2, 1, go. Kommt tief, hoher Kick. Tief, hoher Kick. Weit nach hinten setzen. Obo geht zurück über die Fersen nach hinten, dein Rücken ist gerade. Und der Kick ist bitte nicht da unten, der Kick ist hoch. Denn wir wollen ja hier auch wirklich den Kreislauf trainieren. Umso höher der Puls, umso höher der Kick. Umso intensiver muss das Herz arbeiten. Tief, hoch, tief. Ich zeige dir hier die Anfängerversion. Das ist ohne Sprung.
Nach der Halbzeit, die jetzt ist, kannst du, wenn du möchtest, die fortgeschrittenere Version machen. Fortgeschrittenere Version. Vor, rück, tief. Da hoppst du auf deinen Zehenballen, federst dieses Hopsen, dieses Springen ab. Es geht vor und zurück. Und jetzt ist der Kick weiter unten. Wenn du das nicht willst, kickst du einfach hoch weiter. Du musst das nicht machen. Ja? Springen ist optional. Wenn du willst, machst du es. Vor, rück, tief. Dam, dam, dam. Geschafft. Auslockern. Cardio Nummer 2. Kraft Nummer 2. Seitheben, die zweite Seite. Therabahn doppelt nehmen. Linkes Bein ans Ende. Rechtes Bein dazu. Band in die linke Hand. So bereit machen. Linke Schulter. Wir warten auf den Startpfiff. Da ist er. Los geht's. Heben, senken. Ausatmen beim Hochgehen. Zieh und hoch. Ellbogen leicht angewinkelt. Also nicht ganz ausstrecken die Hand, sondern wirklich leicht anwinkeln. Und bitte, der Arm muss nicht da nach oben gehen. Das reicht, wenn der Arm wirklich neben der Schulter ist. Bauch einziehen. Spannung halten. Auch hier, wenn es dir zu wenig ist, kannst du ein bisschen tiefer greifen. Dann hast du mehr Zug am Band. Dann ist es auch ein bisschen anstrengender. Also du kannst selber wählen. 10 Sekunden noch bis zur Halbzeit. Dann kommt unser Variations-Switch. Da wechseln wir ein bisschen die Position. Da war er. Rechtes Bein runter. Linke Hand wickelt einmal um die Hand. Hochdrücken jetzt. Aus dem Heben wird drücken. Und das rechte Bein macht einen kleinen Schritt zurück, so einen Tap. Gar keinen Schritt, nur die Zehe tippt auf den Boden und der Arm geht nach oben. Ja, das ist anstrengend. Der Arm muss nach oben und wir haben noch 15 Sekunden. Und dann ist Schluss. Bis zum Ende. Komm, bleib bei mir. Mach mit. Ich weiß, das zieht. Gleich vorbei. Drücken. 2, 1. Auslockern, gut gemacht. Band bitte behalten. Es kommt die Cardio-Runde Nummer 3. Du steigst, du nimmst das Band dreifach, nur vorher noch machen. Das Band dritteln, so in etwa, nach Augenmaß. Du hast das Band also dreifach, rechtes Bein in das Band, Ausfallschritt. Die Hände sind gestreckt und halten einfach nur das Band. Tief und hoch, mit dem Hochgehen ausatmen. Das Band ist jetzt ein Zusatzgewicht für die Oberschenkel. Die Hände müssen nichts machen, außer das Band festhalten. Tief, hoch, tief und hoch. Wenn du hochkommst, das hintere Bein ganz ausstrecken. Also nicht einfach nur so hochkommen, dass das hintere Bein gebeugt ist, sondern ganz nach oben. Achtung, Halbzeit. Variation kommt dann gleich. Ein paar Sekunden noch, da ist sie. Die Variation ist ein gekreuzter Ausfallschritt. Tief, Tap Side. Tief, Tap Side. Das geht jetzt viel mehr, das spürst du wahrscheinlich schon, hier auf den Hintern. Die Außenseite des Oberschenkels und aufs Gesäß. Ich kann dir verraten, ganz exklusiv, das ist eine der besten Übungen für einen Knackpopo. Allerdings auch eine der besten Übungen für einen Muskelkater. Das wirst du vielleicht morgen dann merken, heute noch nicht. Halte durch. Zeit ist eh schon aus. Gut gemacht. Auslockern. Das war die Cardio-Übung. Aber Oberschenkel schwitzen wir immer, deshalb Cardio-Übung. Wir kommen jetzt zur vierten Cardio-Übung. Das ist Kraftübung und zwar Crunch-Kerze. Da müssen wir auf die Matte. Band doppelt. Um die Fußsohlen wickeln. Neben dem Knie greifen. Wir kommen hoch. Atmen aus mit dem Hochgehen. Und die Hände gehen neben die Hüfte nach unten. Ausatmen. Ausatmen. Die Beine bitte oben lassen. Nicht da irgendwie runter mit den Beinen, ja? Sondern lass sie da oben. Ich weiß, da geht es auch ein bisschen um deine Dehnung in der Beinrückseite. Ja, das kann schon anstrengend sein. Wenn man ein bisschen ungedehnt ist, das macht aber nichts. Da hast du einfach ein bisschen mehr Anstrengung für deinen Bauch. Das schadet in dem Fall auch nicht. Ausatmen beim Hochgehen. Ausatmen. Und die Variation kommt nach der Hälfte. Da war schon die Hälfte. Ellbogen in die Matte drücken. Und jetzt geht die Hüfte hoch in die Kerze. Hoch und ab. Hoch und ab. Mit dem Hochgehen ausatmen. Du merkst wahrscheinlich schon, welche Muskelgruppe wir da trainieren.
der Bauch hauptsächlich. Das ist eine Bauchrunde. Diese Kraftrunde widmet sich nur dem Bauch. Fersen so hoch du kannst, Becken so hoch du kannst, Ellbogen bleiben in der Matte und die letzten paar Sekunden aufstehen und ein bisschen umräumen. Das Band wieder dreifach nehmen. So, die Pausen sind 25 Sekunden, die sind mitunter ein bisschen kurz. Wenn es dir zu kurz ist, drück einfach auf Stopp, richte dein Band und dann drück wieder auf Play. Auf YouTube ist ja das alles keine Hexerei. Band dreifach nehmen, linkes Bein auf das Band stellen, Oberschenkelrunde Nummer 2, los geht's, tief und hoch, tief, hoch. Hinteres Bein ganz durchstrecken beim Hochgehen, also wieder tief, ganz durchstrecken. Wenn du das Bein ganz durchstreckst, spannst du automatisch den Hintern mit an, hoch und ab und zieh und zieh. So, dass ich da nicht umfall. Ausatmen mit dem Hochgehen. Achtung, Variation. In 2 Sekunden ist es soweit. Halbzeit. Cross. Tief. Side. Tief. Tip Side. Tief. Und jetzt spürst du es im Hintern. Aber volle Wäsche. Das heißt, richtig schön tief und hochgehen. Wir wollen den Knackpopo ja auch auf der zweiten Seite haben. Was bringt uns auf der einen? Soll ja hübsch ausschauen auch von beiden Seiten. Durchhalten. Letzten paar Sekunden. 3, 2, 1. Geschafft. Das war Cardio Nummer 4. Kraft Nummer 4 ist Liegestütz. Matte herräumen. Band doppelt nehmen. Wie gesagt, wenn es dir zu schnell ist, der Wechsel, einfach auf Stopp drücken. Alles wieder herrichten. Und auf Play drücken. So. Hinter den Rücken. Die Bandenden in den Boden drücken. Die Nasenspitze geht zwischen den Daumen tief. Das ist die Grundvariante vom Liegestütz mit dem Band gemeinsam. Das Band erschwert den Liegestütz. Was jetzt noch dazu kommt, Bein zur Seite, wieder zurück. Zweites Bein zur Seite, wieder zurück. Tief, hoch, tief, hoch. Das bewirkt, das Bein zur Seite bewirkt, dass eine Brustmuskelseite ein bisschen mehr arbeiten muss, jeweils im Wechsel halt, weil wir das Bein und das Gewicht verlagern. Gut, Brustmuskel. Kraftrunden dauern ja 75 Sekunden. Die hältst du jetzt bitte einfach durch. Wenn es dir zu wenig anstrengend ist, kannst du mit deinen Knien ein Stück nach hinten wandern und das Ganze genauso machen, aber in der Spider-Man-Variante. Das heißt, das Knie jetzt ein bisschen mehr zu den Schultern bringen. Dann merkst du den Unterschied. Das ist viel, viel anstrengender. Wie gesagt, Variante 1, Knie unter der Hüfte und Side-Tap. Variante 2 für alle, die sich fordern wollen. Tief kommen, tief kommen, Spider-Man, tief kommen. Geschafft. Gut gemacht. Soweit sind wir noch alle dabei. Aufstehen, wegräumen. So, es kommt Cardio Nummer 5. Wir sind schon in der vorletzten Runde. Cardio Nummer 5 ist ohne Band. Ferse berühren, out and in. Wir machen es gemeinsam. Bist du bereit? Ich bin's. 3, 2, 1. Linke Hand, rechte Ferse. Rechte Hand, linke Ferse. Ein schnelles Out oder In and Out. Und dann wieder im Wechsel. Einmal Ferse, Ferse, in and out, Ferse, Ferse, in and out. Zusatz-Challenge. In and out beginnst du einmal mit dem linken Bein und einmal mit dem rechten Bein. Ja, wenn du dich darauf konzentrieren willst, versuch's. Einmal steigt das rechte Bein zuerst in die Mitte und einmal das linke Bein. Gut, durchhalten. In and out. Und schau, dass du richtig tief gehst, von hinten deine Fersen berührst. 15 Sekunden noch. Bist du noch dabei? Würde mich freuen. 10 Sekunden. Tief und hoch. Tief. 3, 2, 1. Geschafft. Kraft Nummer 5 fehlt noch, und zwar Kniestand, Arm heben. Wir brauchen das Band. Einfach, wir brauchen die Matte.
Wir knien uns auf die Matte und knien uns auf das Band. Das Band kreuzen, aufnehmen. Die Enden, die lose herunterhängen, kannst du zusätzlich in die Hand nehmen. Band ist auf Zug, Brustkorb abgesenkt, Rücken rund, Ellbogen zur Hüfte, aufmachen, Armenverlängerung, wieder ein Y. Rücken rund, Hüfte vor, Brust einrollen und aufmachen und dabei ein Hohlkreuz machen, den Rücken gespannt halten. So, wenn du das richtig machst, dann merkst du wahrscheinlich jetzt schon, wie der untere Rücken beginnt zu krampfen. Das ist gut bei dieser Übung, da machst du alles richtig. Halte, rund und streck. Wir trainieren den Rückenstrecker. Wenn wir den Rückenstrecker trainieren, tendiert der zum Krampfen. Also ein Krampf ist kein Grund aufzuhören in dem Fall. Ein stechender Schmerz ist schon ein Grund aufzuhören. Also wenn du jetzt Bandscheibenprobleme hast und es ein stechender Schmerz ist, dann hörst du bitte auf. Wenn du nur einen Krampf hast, hörst du nicht auf. Dann machst du weiter. Das ist ein Unterschied. Ja? Merkst du dann, jetzt merkst du, was ein Krampf ist bei dieser Übung. Mach dich lang. Und wie du wahrscheinlich schon vermutest, ist das eine Rückenrunde. In dieser Kraftrunde aktivieren wir unseren Rücken. So, aufstehen. Auweh. Der Rücken braucht ein paar Sekunden, bis er sich entspannen kann. Die geben wir ihm. Letzte Cardio-Runde mit mir gemeinsam. Schritt nach vorne, hocke, Schritt zurück, hocke. Alles klar? Ist nicht schwer, wir schaffen das. Auf die Plätze, fertig, go. Schritt zurück, Schritt nach vor. Also tief, hocke, vor und rück. Das Ganze im Wechsel. Das ist die Einsteiger-Variante. Wenn du es etwas schwieriger haben willst, steigst du vor und springst zurück. Steig nach vor, spring zurück. Du kannst alles marschieren. Du musst in dieser Intervalltrainings musst du nicht springen bei mir. Du darfst aber gerne. Also in dem Fall springen wir zurück. Denn da federn wir über die Zehenballen ab. Und dadurch dämpfen wir. Und das ist nicht anstrengend und nicht schier fürs Knie. Das ist ganz gelenkschonend, das Zurückspringen. Und zack. So, 10 Sekunden. Bist du noch da? Ich bin noch da. Durchhalten, letzten 5 Sekunden. Und so, 1. So, letzte Kraftrunde. Band zur Seite, nur die Matte nehmen. Das ist jetzt eine Übung für den Popo und für den Core, für den Rumpf. Das Ganze in einer Übung verpackt. Du wirst gleich sehen, eine spezielle Art des Planks, wie du ihn wahrscheinlich so noch nicht so oft gesehen hast. Unterarmplank. Ready? Go. So, rechtes Bein anwinkeln und das Knie auf der Matte abstellen. Hüfte bleibt, wo sie ist und du schiebst die Ferse zur Decke. Knie heben, mit dem Hochgehen ausatmen. Keine Angst, nach der Halbzeit ist Beinwechsel. Dauert nicht ewig. Wichtig, leg dein Knie auf der Matte ab. Entlaste den Bauch, wenn das Knie auf die Matte kommt. Leg das wirklich ab. Du merkst beim Hochgehen, der Hintern muss arbeiten und der Bauch, alles gleichzeitig. Rumpf und Gesäß. Hoch und ab. Die Halbzeit naht, wir haben es gleich. Das war sie. Wir wechseln die Seite. Zweites Bein, tief und hoch. Zack. Und das ist unsere letzte Übung. Du schaffst das, genau wie ich. Bis zum Schluss, wir haben jetzt noch ungefähr 20 Sekunden Zeit und die kriegen wir auch noch hin. Halte die Spannung, atme aus beim Hochgehen. Ja, es ist anstrengend, für mich auch. Halte durch. Nächster Pieps ist 10 Sekunden. Da war er. 10 Sekunden. Ready. Letzte Wiederholungen. Hoch, tief, hoch, tief. Ablegen. Geschafft. So. Wenn du so wie ich jetzt schwitzt und dir alles runterrinnt, darf ich dir gratulieren, dann hast du erfolgreich dein Intervalltraining mit mir abgeschlossen. Beim Intervalltraining geht es um Schwitzen. Der Puls ist ständig in hohen Bereichen, über 20 Minuten lang. Da muss dein Herz ordentlich arbeiten. Es treibt dir alles raus. Das ist normal. Geh jetzt was trinken
Und wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du nochmal zurückspulen von Anfang an und das Ganze noch einen zweiten Durchgang machen. Das heißt, an und für sich unterrichte ich das immer in zwei Durchgängen. Wenn du Anfänger bist, ist ein Durchgang voll in Ordnung, dann passt das. Wenn du fortgeschritten bist, kannst du einen zweiten dranhängen, würde ich dir auch raten, gibt mehr Stoffwechsel und Boost sozusagen. Ja, gib mir einen Like, abonniere den Channel, wenn du über neueste Videos informiert sein willst und hinterlass mir noch einen Kommentar. Freut mich. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Training und bis bald. Tschüss, deine Bernadette.